Okay, dann übergebe ich gleich weiter an die Frau Urban, die uns was zum Sovereign Cloud Stack erzählen wird. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Guten Morgen. Ich freue mich, über unser Open Source Projekt Sovereign Cloud Stack hier sprechen zu dürfen. Wir begeben uns jetzt also von der Ebene der coolen Open Source Anwendungen in den Keller der Infrastruktur. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir mit unserem Sovereign Cloud Stack für diese coolen Open Source Anwendungen auch eine vollständig offene Infrastrukturlösung unten drunter anbieten können. Das Thema Cloud ist sicherlich in aller Munde, die mit IT-Infrastruktur zu tun haben. Und der Traum von der Wolke, ich habe hier mal, das ist ein YouTube-Video vom, damals hieß es noch Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, die sehr hübsch dargestellt haben, wie der Traum von der Wolke Anfang der 10er Jahre noch aussah, dass man sich quasi so aus der Steckdose heraus zusammenklicken kann. Eine Infrastruktur, Cloud-Infrastruktur und die passenden Anwendungen, die man da braucht. Man braucht also eigentlich als mittelständisches Unternehmen oder als kleine Behörde gar keine IT-Abteilung mehr. Man klickt sich das einfach zusammen. Wunderbare, schöne Welt. So hat man sich das Anfang der 2010er Jahre vorgestellt. Die Realität heute, wissen alle, sieht doch ganz anders aus. Nach einer Untersuchung des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2021 fühlen sich über 80% der Unternehmen in Europa technologisch abhängig. Und wir wissen auch von wem. 2/3 des Cloud-Marktes, des gesamten globalen Cloud-Marktes, 2/3 davon werden von den drei großen, Amazon, Microsoft und Alphabet, beherrscht. Das führt und dazu machen sie es schwierig zu wechseln. Wer so einmal in der einen Wolke drin ist, hat sehr viel Aufwand und Kosten in aller Regel, um dort wieder rauszukommen und in eine andere Wolke zu gehen, weil eben Infrastrukturen inkompatibel sind, Plattformen und Applikationen, die man dafür entwickelt hat, mit sehr viel großem Aufwand, denn für anderes eben wieder neu angepasst und entwickelt werden müssen. Es gibt immer noch das Problem, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, zwischen den Überwachungswünschen der US-Behörden und dem europäischen Datenschutz, Privacy Shield und jetzt auch das, ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Abkommen heißt, hat das immer noch nicht gelöst. Wir haben von Max Schrems gehört, Max Schrems 3 wird es auch geben, also immer noch ein Compliance-Problem. Und Cloud-Infrastrukturen sind doch nicht so easy to use, wie das Wirtschaftsministerium damals gehofft hat. Noch obendrauf, der Fachkräftemangel macht es auch nicht einfacher. Das ist der Hintergrund, vor dem wir gesagt haben, es wäre doch vielleicht gut, wenn die, egal in welchem Sektor, in der öffentlichen Hand, Industrie, Start-ups, Wissenschaft und Forschung, die alle die gleichen Probleme haben, wenn die sich zusammentun und die Probleme gemeinsam lösen und vielleicht mal eine komplett offene Cloud-Stack gemeinsam entwickeln und Standards entwickeln, sodass alle was davon haben und die Last für jeden Einzelnen einfacher wird. Das ist die Idee von dem Projekt Sovereign Cloud Stack. Damit konnten wir auch das Wirtschaftsministerium überzeugen. Und so wird das Projekt Sovereign Cloud Stack seit 2021 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und bei der Open Source Business Alliance gehostet. Worum geht es dabei im Einzelnen? Wir wollen gemeinsam offene Standards schaffen, eine komplette Open-Source-Referenzimplementierung für einen Full-Stack von der Infrastrukturschicht bis zur Containerschicht. Und obendrauf, wir wollen aber auch noch dazu beitragen, dass Wissen über den Betrieb und die Entwicklung von Cloud-Infrastruktur ebenso offen verfügbar gemacht wird, systematisch gesammelt wird und allen zur Verfügung steht. Ich fange mal mit der Nummer 2, mit der Referenzimplementierung an. Nicht immer das Rad neu erfinden, das ist auch das Prinzip beim Sovereign Cloud Stack. Es gibt ja sehr viele gute, bewährte Open-Source-Komponenten, die übrigens auch die Hyperscaler natürlich verwenden und zu denen sie auch sehr viel beitragen, das muss man auch sagen. Die Idee von Sovereign Cloud Stack ist, diese zu nehmen und zu kombinieren, zu einem Full-Stack, komplett offenen Full-Stack zusammenzubauen, um wichtige Betriebstools, um fehlende Stücke zu ergänzen, sodass man einen vollständig offenen, vollständigen Stack hat. Also bewährte Komponenten wie OpenStack für die Infrastrukturschicht oder Kubernetes für den Container-Layer beispielsweise. Dabei gilt,
als echtes Open-Source-Projekt, upstream first. Wir wollen ja nicht so weiteren Fragmentierung im Open-Source-Umfeld beitragen, sondern alles, was upstream in die bestehenden Communities, Open Infra, Cloud Native, Linux Foundation beigetragen werden kann, wird dort auch hin contributed von unserer Community. Nun komme ich zu den Standards. Sie sind eigentlich das Kernstück des ganzen Projekts. Warum? Für den Nutzer bedeuten die Standards, dass ich wirklich Interoperabilität habe. Das heißt, ich kann aus dem Stack die Module nehmen, die ich haben will, die ich brauche. Ich kann die passen zusammen. Ich kann aber auch, wenn ich SCS-zertifizierte Public-Cloud-Angebote habe, dann habe ich die Gewissheit, dass meine Anwendung, die vielleicht auf meiner eigenen SCS-Infrastruktur läuft, dass wenn ich damit woanders hingehen will, zu einem Diensteanbieter, dann läuft die da auch. Oder ich gehe vom Anbieter A zum Anbieter B und ich habe eben kein Login, sondern ich weiß, dass ich da einfach auch wieder rauskomme und mit meiner Anwendung zum nächsten Anbieter gehen kann, der mir vielleicht den besseren Preis macht oder eben einfach das bessere Angebot für meine Lösung habe. Die Standards ermöglichen aber auch die Skalierung. Das heißt, wenn ich eine eigene SCS-kompatible Infrastruktur habe oder einen Anbieter und ich brauche für Workloads mal vorübergehend für eine Zeit lang mehr Ressourcen, dann kann ich sozusagen SCS-zertifizierte Dienste einfach mit dazu nehmen und weiß, dass es funktioniert. Wesentlich ist aber natürlich, dass wir es den Cloud-Service-Providern ganz gleich, ob es interne IT-Abteilungen von der Behörde oder von der Uni oder eben von Cloud-Service-Providern sind, einfacher machen wollen, eben mit den Standards, mit einer gemeinsamen Entwicklungs-Community. Und dass das, was auch die Anwendungsentwickler machen, wenn sie es einmal gegen diese Standards entwickeln, dass sie das dann für Anwender wie auch die Entwickler sicher ist, das kann auf all den zertifizierten Infrastrukturen laufen. Diese Standards existieren schon in weiten Teilen und man sieht hier auf unten rechts habe ich mal einen Screenshot gemacht. Die Public Cloud Angebote, die es auf dem Markt schon gibt mit SCS Standards, die werden also allnächtlich automatisiert getestet, ob sie compliant sind zu den Standards. Und das kann man auf der Homepage, auf unserer Homepage eben einfach sehen. Wenn die den Compliance Check gemacht haben, dann kriegen die da so einen grünen Balken. Und dann kann man als Nutzer eben auch jederzeit gucken, aha, alles in Ordnung mit dem Dienst, den ich da eingekauft habe. Ganz wichtig, was erlauben die Standards aber eben auch, ich habe das schon angedeutet, letzten Endes kann man, wenn man es mal groß denkt, alle SCS-zertifizierten Infrastrukturen könnten sich dezentral, und das ist natürlich besonders interessant für Community-Clouds, wie sie im öffentlichen Bereich beispielsweise auch sind, können sich letzten Endes dezentral durch die Interoperabilität skalieren, können sich zusammenknüpfen und man könnte sich vorstellen, wenn wirklich viele damit mitmachen, dass man letzten Endes eine Art dezentralen virtuellen Hyperscaler damit bauen kann, also ein Cloud-Grid, wenn man so will, in dem eben richtig skaliert werden kann und wo das Ganze funktioniert, egal wo die Workload gerade hingeschoben wird. Ich komme zu dem dritten Punkt. Open Knowledge, wir haben angedeutet, wir wollen eben auch systematisch Betriebswissen vor allem erfassen. Wir wollen einen Raum bieten, wo Betreiber von aufwendigen Cloud-Infrastrukturen sich austauschen können. Es gibt also mehrere offene Räume und Plattformen, wo sich Betreiber treffen, Probleme mitbringen, besprechen, Lösungen finden, gemeinsam an den Betriebstools arbeiten, was die eben noch haben müssen, um den Betrieb einfacher zu machen. Und all das Wissen wird systematisch auch dokumentiert. Wir haben eine extra Docs-Repository, da kommt man über GitHub ran, aber auch über unsere Homepage, wo man all das, was da so nach und nach erarbeitet wird, eben auch nachlesen kann. Wir haben auch beigetragen zu einer Initiative, die nennt sich Open Operations. Das ist die Idee, dass man Transparenz im Betrieb für den Anwender schafft. Das ist nicht einfach und nicht alle lassen sich gerne in die Karten gucken. Das ist schon ein Stück Kulturentwicklung, die man da auch machen muss. Aber wir sind davon überzeugt, dass das letzten Endes allen hilft. Und man kann das auch in anonymisierter Form machen. Wenn man will, darüber denken wir auch nach. Aber es geht darum, dass aus Fehlern, die eben einfach passieren, dass man so transparent wie möglich damit umgeht. Das schafft Vertrauen, aber eben, dass alle davon dann auch lernen können und nicht der Einzelne damit dann alleine steht. Das ist die Idee dahinter.
SDS hat sich durchaus auch schon auf den Markt bewährt. Hier sind 6 Cloud-Angebote, die schon auf dem Markt sind, seit 2021 entstanden sind. Das einmal, ist Mikro noch da? Ja. Die Plus Cloud Open von Plus Server oder auch der Wavestack von der Novus Network GmbH. Die Regio Digital in Baden-Württemberg, dann die Beta Cloud von der OSYSTEM GmbH, dann ein regionaler Diensteanbieter in der Versorgungswirtschaft, AUV IT Service und das Startup Artcodix, die bieten also Public Clouds an. Heute wird SDS auch im Release 6 veröffentlicht und auf diesen Release sind wir besonders stolz, weil er jetzt sozusagen den Full-Stack wirklich vollständig rausbringt, und zwar auf der Kubernetes-Ebene gibt es jetzt einen Kubernetes-Operator, der nennt sich Cluster Stacks, und damit haben wir eine wirklich durchgängige Infrastruktur und Containerschicht zusammengeknüpft und können das anbieten. Da freuen wir uns sehr, das freut auf den Tag der Foskis-Eröffnung. Pünktlich Release 6 veröffentlicht. Auch die Bayern Cloud Schule läuft auf SDS-Infrastruktur, da ist es Plus Server, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also da sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 4000 Schulen inzwischen dran und mehrere hunderttausend Nutzer aktiv. Also man kann sagen, auch in größeren Settings hat sich das im Betrieb durchaus bewährt. Wichtig ist, SDS ist auch involviert in die deutsche Verwaltungscloud-Strategie. Das heißt, die SDS-Standards sind compliant, also mit den Standards, die für die deutsche Verwaltungscloud entwickelt werden. Und sodass man sicher gehen kann, dass man, wenn man Dienste aus der deutschen Verwaltungscloud beziehen kann und SDS zertifizierte Dienste hat, dass sie eben auch zusammenpassen. Wir arbeiten auch mit einigen öffentlichen IT-Dienstleistern eng zusammen. Dataport ist als Sponsor hier. Dataport hat erfolgreich ein Proof of Concept mit SCS gemacht und wir warten jetzt natürlich drauf und hoffen sehr, dass in den nächsten Wochen Dataport auch beschließen wird, SCS als Produktivumgebung aufzubauen. In Thüringen wird eine SCS-kompatible Infrastruktur aufgebaut. Wir bauen zusammen mit Partnerunternehmen, die in unserer Community arbeiten, werden wir auch ein Testbed für die deutsche Verwaltungscloud zur Verfügung stellen, sodass in Kooperationen zwischen Cloud-Providern und öffentlichen IT-Dienstleistern die Standards weiterentwickelt werden können und eben die Infrastruktur für verschiedene Fachverfahren und Anwendungen auch wirklich getestet werden kann. Ja, und natürlich ist SCS auch in Open Code vertreten, das versteht sich von selbst, Public Money, Public Code, dort gibt es eine Gruppe, kann auch jeder sich angucken, mitwirken, Fragen stellen. Eine weitere Einbindung, die uns sehr wichtig ist und die uns auch mit dem Zuwendungsbescheid ins Stammbuch geschrieben ist, ist die Mitarbeit in Gaia-X. Das heißt, die SCS-Infrastruktur, die SCS-Standards sind selbstverständlich auch, passen die zu den Gaia-X-Standards. Das heißt, wenn man in diesen Datenräumen Dienste nutzen will und SCS-compliant ist, dann kann man auch sicher gehen, dass es funktioniert. Die Referenzimplementierung von SCS bietet außerdem das Fundament für die Gaia-X Federation Services, die Vermittlungsdienste sind zwischen den Katalog der Dienste, die das Identity Management machen. Das ist auch produktiv und läuft schon auf SCS-Infrastrukturen. Und schließlich beteiligt sich auf internationalen Ebene SCS auch an der Initiative GovStack Global. Das ist eine Initiative, die Komponenten Building Blocks für Regierungsorganisationen entwickeln, Open Source natürlich entwickeln und anbieten soll und die vor allen Dingen wichtig ist für Länder des globalen Südens, die nicht die finanziellen Ressourcen haben und vor allen Dingen aber eben offene, verlässliche, sichere Infrastruktur für ihre Regierungsdienste, Verwaltungsdienste anbieten wollen. Daran sind beteiligt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, aber auch die ITU, Estland und andere Organisationen. Hier eine Reihe an unterstützenden Organisationen von SCS. Ich habe
öffentliche IT-Dienstleister habe ich schon genannt. Dataport findet sich hier auch. Es sind überwiegend Unternehmen aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland, aus den Großbritannien, aus der Slowakei, aus Schweden. Und wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden. Damit bin ich eigentlich auch schon am Ende mit meinem Vortrag und möchte Sie und euch alle recht herzlich SCS zum Angucken oder vielmehr um die Community zu treffen. Wir haben auch eine eintägige Konferenz am 14. Mai in Berlin. Wer kommen will, ist herzlich eingeladen. Am Tag darauf hat die Open Infra Foundation auch ihren ersten Open Infra Day Europe am gleichen Ort, in der gleichen Location. Herzliche Einladung zu beiden. Damit bin ich am Schluss und bin für Fragen offen. Man kann uns finden über die Homepage, über E-Mail, über auf dem Matrix-Kanal. Alle unsere öffentlichen Meetings findet man auch auf unserer Homepage im Kalender. Dort sind die jeweiligen Videokonferenz-Links. Da kann man sich auch einfach einwählen, reingucken, vorbeikommen. Ist also wirklich komplett offen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den informativen Vortrag. Es gibt eine Reihe von Fragen, aber wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ich fange mal mit den Fragen an, die am höchsten gewotet wurden, die vielleicht aber auch schon teilweise jetzt ein bisschen, wo Sie vielleicht noch was zu erzählen können. Das ist nämlich erstmal, Sie haben ja über Abhängigkeiten zu Unternehmen gesprochen, fragt hier einer aus dem Podium. Ist es nicht problematisch, GitHub als Hauptverwaltungssystem da zu nehmen? Und wie steht man da mit Open Code jetzt? Weil theoretisch könnte man das ja dort auch alles verwalten. Ja, also die Frage GitHub bei Microsoft, die haben wir natürlich auch, diskutieren wir immer wieder rauf und runter. Aber wir sind gegenwärtig noch der Meinung, es ist die Entwicklungsplattform, wo das meiste passiert, wo alles vorhanden ist. Und deswegen können wir es nicht außerhalb von GitHub machen, zumindest für den Moment nicht. Aber auch deswegen ist uns Open Code so wichtig als zusätzliche alternative Plattform. Wenn es andere Plattformen im Laufe der Zeit geben wird, die ganz offen sind, dann ziehen wir gerne dahin um. Und wir hoffen natürlich, dass Open Code sich zu solch einer entwickelt. Okay, die nächste Frage wäre, die ganz hochgewotet wurde, was muss ich als Behörde tun, um mich zu beteiligen und zu nutzen? Uns kontaktieren. Wir sind ja gegenwärtig noch in der Förderphase und wir würden mit der jeweiligen Behörde eben gucken, was gebraucht wird, ein Proof of Concept aufsetzen, schauen, dass wir von unserem Partnerunternehmen Ressourcen bekommen. Wir haben auch eigene Hardware-Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen können. Also gerne einfach melden, wir gehen in Dialog und schauen, was geguckt wird. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und der SCS testen will. Super, dann haben wir noch eine weitere Frage, nämlich mit welcher Software die Dokumentation erstellt wird und wie die Erfahrungen sind, wie zielgerichtet das ist. Bitte noch mal ein bisschen leiser da oben, das ist sehr laut. Sie dürfen den Saal verlassen, aber nicht so viel quatschen, bitte. Die erste Frage war, mit welcher Software die Dokumentation erstellt wird. Oh, das muss ich passen, weiß ich gar nicht, mit was der Kollege das macht. Ich sehe es bloß auf der Homepage. Es ist garantiert eine offene Software. Also man kommt über GitHub komplett an die Dokumentation ran, über die Homepage auch. Kann ich im Nachgang, wenn mir jemand eine E-Mail schickt, kann ich gerne beantworten. So, jetzt muss ich mal gerade lesen, was jetzt die nächste wäre. Das war die zweite Frage, da war noch eine zweite Frage dabei, nicht? Und wie die Erfahrungen sind, zielgerichtet die Dokumentation zu erstellen? Also das ist sehr mühselig. Ich glaube, das wissen alle, wer entwickelt, dokumentiert nicht so wahnsinnig gerne. Wir haben extra einen Kollegen, der sich darum kümmert. Wir haben auch eine sogenannte Special Interest Group an Entwicklern und Betreibern, die gemeinsam eben sagen, wie muss es aussehen, wie muss es strukturiert werden, wie kommen wir dahin, dass es systematisch dokumentiert wird. Es ist das Bedürfnis von allen, es ist mühselig, aber es ist eine Kultur, die man entwickeln muss und man muss es pflegen. Mühselig, aber notwendig. Okay, dann noch eine weitere Frage. Benötige ich einen Cloud-Provider, der SCS unterstützt oder kann ich einen beliebigen nehmen und die SCS-Technologie selber mitbringen? Also wir haben einen Kollegen von der Hochschule Osnabrück, der hat SCS auch schon mal auf seinem Notebook mit ein bisschen zusätzlichen Speicher einen regnerischen Tag im Urlaub deployed. Also man kann tatsächlich auch schon auf kleineren Umgebungen das machen, das macht keinen Sinn. Also wenn ich eigene Hardware habe,
kann ich es machen. Bei dem, wenn ich Dienste von einem Provider habe, muss der natürlich die Standards anwenden, wenn er das tut. Man muss nicht die Referenzimplementierung komplett nehmen. Es reicht, wenn man mit der eigenen Infrastruktur die SCS-Standards anwendet. Das ist vielleicht der kleinere Schritt. Und dann kann man sicher gehen, dass eben alle Anwendungen, die SCS gegen SCS entwickelt sind, darauf auch laufen. Wenn ich also meinen Provider überzeugen kann, die SCS-Standards sich mal anzugucken, sollte das funktionieren. Okay, gibt es noch eine Frage hier aus dem Podium, aus dem Publikum? Dann würde ich sagen, also, es gibt noch ein paar weitere Fragen. Vielleicht könnten Sie die auch im Nachgang noch beantworten. Sehr gerne, ja. Die sicher auch noch interessant sind. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Und, ich danke. Ja. Sie sind vielleicht auch noch heute hier ich und bin noch eine Weile für Fragen da, noch offen, falls jemand hier im Podium ist. Gerne. Im Publikum ist noch. Okay, danke Vielen schön. Vielen Dank.